Hallo und willkommen bei Prepper Fox. Wenn an meinem Wohnort irgendwann eine schwere Krise eintreten sollte, bei der ich mein Zuhause verlassen muss, dann ist für mich klar, dass ich hier irgendwo in den Wald abhauen würde. Aber was machen Leute in der Stadt bei einer schweren Krise oder Ausnahmesituation? Ich habe mir dazu Gedanken gemacht. Weiter geht's nach dem Intro. Meine Strategie für eine Flucht in einer Ausnahmesituation ist ziemlich klar. Irgendwo ab in den Wald, in die Natur, wo ich Unterschlupf, Nahrung, Wasser und Schutz finde. Ein paar Tage oder Wochen aushalten und wenn sich die Lage beruhigt hat, wieder an meinen Wohnort zurückkehren. Das wäre meine Taktik. In der Stadt sieht das Ganze etwas anders aus, weil die Grundvoraussetzungen anders sind und auch die Fähigkeiten anders wären, die man braucht, um hier vielleicht leichter zurechtzukommen. Die erste Eigenschaft oder Fähigkeit, die ich als absoluten Vorteil in der Stadt sehen würde, wäre Menschenkenntnis. Mir ist klar, dass Menschenkenntnis nicht jedem in die Wiege gelegt ist, aber man kann einige Dinge lernen, die einem dabei unterstützen, andere Leute einzuschätzen. Und in der Stadt wird es mit Sicherheit dazu kommen, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein bei einer großen Krise. Eine Möglichkeit hier ist, Körpersprache zu lernen. Wir Menschen lügen und betrügen. Das ist bekannt, aber unser Körper verrät oft, was wir wirklich vorhaben oder was wir wirklich meinen. Wer sich mit Körpersprache auseinandersetzt, hat einen klaren Vorteil, weil er das Gegenüber leichter einschätzen kann und diese kleinen subtilen Zeichen sind eine große Hilfe dabei. Wenn dann noch Empathie und Einfühlungsvermögen dazukommen, dann kann man sein Gegenüber wahrscheinlich relativ gut einschätzen und das kann auf jeden Fall ein Vorteil sein in der Stadt, in einer Ausnahmesituation. Ein weiterer Vorteil, wenn man sich mit Körpersprache auskennt, ist, dass man auch seine eigenen Signale etwas steuern kann und vielleicht dafür sorgen kann, dass die anderen einen richtig verstehen oder eben nicht falsch verstehen. Die zweite Eigenschaft oder Fähigkeit, die ich als Vorteil sehen würde, wäre Unscheinbarkeit. In einer großen Menschenmenge, die vielleicht noch in Panik ist, kann es ein Vorteil sein, nicht aufzufallen. Auch die Exekutive oder Soldaten sind darauf trainiert, Menschen mit auffälligem Verhalten zu erkennen und vielleicht als Bedrohung zu identifizieren. Und das wird man in so einer Situation mit Sicherheit nicht wollen. Das Ganze soll aber auch nicht in das Gegenteil umgekehrt werden, dass man schwach oder hilflos wirkt, weil das auch wieder gefährlich sein kann, weil man eben dann angegriffen wird, vielleicht von anderen Leuten oder überfallen wird. Bei der dritten Voraussetzung für das Survival in der Stadt wäre ich bei kriminellen Fähigkeiten. Also Schlösser zu knacken oder ein Auto aufzubrechen, werden im Normalfall als kriminelle Handlungen gesehen. In einer Ausnahmesituation kann ich das aber zu meinem Vorteil nutzen. Und ich meine jetzt absolut nicht damit, dass man irgendwo den Besitz anderer Leute aufbricht und sich deren Ressourcen einfach holt, sondern vielleicht verlassene Fahrzeuge oder verlassene Häuser zum eigenen Schutz oder zum eigenen Vorteil nutzen kann. Für solche Handlungen würde ich diese Fähigkeiten dann auch einsetzen. Der vierte Vorteil für das Überleben in der Stadt wäre, die Stadt gut zu kennen. Viele Leute bewegen sich heute nur mehr mit dem Auto, sie fahren fixe Stationen an und kennen ihre eigene Stadt oder den eigenen Wohnort gar nicht genau. Aber wenn man hier genau weiß, wo es vielleicht Brunnen gibt oder Gruppierungen, die einem helfen können oder auch Menschenansammlungen, die einem gefährlich werden können, dann ist das sicher ein Vorteil.
Man sollte vielleicht auch einen Stadtplan besitzen und den im Falle einer Flucht sogar mitnehmen. Dann findet man sich leichter zurecht und kann eventuell auch leichter Fluchtrouten oder Fluchtwege und vielleicht auch Verstecke finden. Beim fünften Punkt geht es um die Selbstverteidigung. In Ausnahmesituationen wird man in einer Stadt garantiert mit anderen Menschen konfrontiert sein. Fallweise werden die Leute auch dazu aufgefordert, irgendwo im Haus zu bleiben und können gar nicht flüchten. Daher sollte man in diese Richtung etwas nachdenken, ob man nicht irgendwelche Waffen besorgen kann, um sein Haus oder seine Wohnung zu verteidigen oder sich selbst ausbildet in Bezug auf irgendwelche Selbstverteidigungsmöglichkeiten. Das sehe ich schon als Vorteil und in diese Richtung muss ich auf jeden Fall auch noch etwas tun. Diese fünf Eigenschaften oder Fähigkeiten halte ich für sehr, sehr sinnvoll in der Stadt. Selbstverständlich wären diese Fähigkeiten auch auf dem Land ein Vorteil, aber ich glaube trotzdem, dass es auf dem Land ein wenig anders ablaufen würde, wenn es zu einer schweren Krise oder Ausnahmesituation kommt. Die Leute auf dem Land halten aus meiner Sicht wahrscheinlich eher zusammen und teilen auch die Ressourcen. Daher glaube ich nicht, dass das so wie in einer Stadt ablaufen würde. Was man vielleicht auch nicht unterschätzen darf, ist, dass Leute aus der Stadt, die keine Ressourcen mehr haben in einer Krise, wenn die Nahrungsmittel zum Beispiel ausgehen, wahrscheinlich auf die Idee kommen werden, aufs Land zu gehen und sich dort ihre Ressourcen besorgen. Also kann es auch, wenn es auf dem Land vielleicht nicht ganz so gefährlich ist wie in der Stadt, trotzdem irgendwann gefährlich werden. Was haltet ihr von den fünf Fähigkeiten, die ich heute genannt habe? Denkt ihr auch, dass diese ein Vorteil sind in einer Krise? Habe ich irgendetwas vergessen, was sehr wichtig wäre? Oder findet ihr eine dieser Eigenschaften oder Fähigkeiten für unnötig? Dann schreibt mir dazu bitte einen Kommentar. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und wenn ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid, würde ich euch um ein Abo bitten. Das war's für heute. Euer Prepper Fox.